Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gibt einen kleinen Mikropatch, der gestern Abend, glaube ich, sogar noch rauskam. Und zwar, wie ich schon angekündigt hatte oder davon ausgegangen bin, waren sie ganz fleißig und haben wieder so ein kleines Weihnachts-Mikro-Update gemacht. Irgendwas stimmt hier nicht. Aha. Ja, was heißt Weihnachtsmikro-Update? Also was direkt alles hier jetzt passiert ist, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur schon mal davon, dass hier die Lichterkette, die habe ich eben schon gesehen, wieder am Haus dran ist. Und ich gehe mal davon aus, irgendwelche kleineren Fehler haben sie bestimmt auch wieder mitbehoben. Aber da habe ich im Moment noch nichts vorliegen. Ich denke mal, dass ich da euch morgen übermorgen, ach leck mich doch, Mann, dass ich euch da nochmal genaueres sagen kann. Genau. So, ich habe ein bisschen Material zusammengesucht, ist nicht viel, ich weiß. Aber das werden wir hier auf jeden Fall mal schnell verbauen. So, dann gehen wir nämlich hier weiter. Und nachdem wir hier so ein bisschen gebaut haben, würde ich sogar behaupten, wir gehen dann mal zu Burgl, holen nochmal Quests ab, wenn wir nicht sogar noch welche haben. Ich weiß es gerade gar nicht. Wie sieht's denn aus? Ja, wir haben nur noch die Fliege. Also wir gehen nochmal Quests holen. Dass wir noch den ein oder anderen Punkt von dem bekommen. Ja. Sieht doch schon ganz gut aus. Also hier ist mir nur wichtig, einmal komplett rundherum zu kommen. Auf der Ebene. Oben würde ich gerne ein kleines Gebäude drauf bauen. Und das vielleicht dann auch noch ein bisschen länger ziehen. So, also hier wieder ein Grasboden. Da einen Grasboden. Müssen wir testen. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass das zu eng sein könnte. Hier machen wir wieder mit einem Rundbogen. Ich finde, das sieht ganz schön aus, wenn so ein paar Rundungen mit verbaut sind. Und da muss nochmal ein Dreiecksboden rein. So, und am Sonntag, wenn alles funktioniert, ich werde mir jetzt die Map mal ins Spiel laden, aber am Sonntag gehe ich mal stark davon aus, wird es ein neues Hupsi geht fremd geben. Mir wurde wieder mal eine Map eingesendet. Und da bin ich mal gespannt, was wir da zu entdecken haben. Das heißt, Sonntag wieder mal eine Folge mehr. Mit Hupsi geht fremd. So, hier müsste man, ich glaube, ab. Nee, können wir, glaube ich, noch ein Stück vor, oder? Gehen sogar noch fast zwei vor. Okay. Na, bauen wir erstmal durch. Und dann machen wir oben den Boden noch fertig, dass wir hier das Material mal so gut wie es geht wieder verbaut haben. Und das hier soll eigentlich nur einen Rundgang geben, also kein Materiallager oder sonst irgendwas. Einfach nur, um einmal komplett um den Baum zu kommen. Wo eventuell noch eine Seilbahn, was weiß ich. Das Gebiet wird ja noch interessant werden. Von hier rüber und, ne? Sagen wir es mal einfach gehalten, das ist die Seilbahnplattform. Und das komplett um den Baum rum. Weil von der Höhe her ist es okay. Ich wüsste jetzt nichts, dass wir noch höher müssten. Könnten wir natürlich dann auch noch. Nach oben hin gibt es ja keine Grenzen. Aber im Moment brauchen wir es eigentlich nicht. So, jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich überlegen. Da geht kein Dreieck, weil da würde... Müssten wir es so machen. Und vielleicht so. So, das würde dann bedeuten... Da machen wir wieder so eine Rundung und da machen wir so eine Rundung. Und
da auch. Ja, wäre mal was ganz Neues. Aber ich finde das halt mit den Rundungen ganz cool. So, und oben würde ich ja ganz gern ein Häuschen drauf bauen. Und dann muss man mal gucken. Hier nach hinten müsste dann auch weiter oben noch ein Häuschen hin. Einfach schon allein vom Optischen, dass rund um den Baum auch so ein bisschen verteilt so ein paar Häuschen sind. Und wir brauchen ja noch einiges. Also wir haben ja noch nicht mal mit Pilzziegeln angefangen. Das heißt, da brauche ich noch tonnenweise Püriergeräte und dafür brauchen wir ja auch wieder einen Raum. Aber das sieht doch schon gut aus. Und dann bin ich mal gespannt, was hier alles jetzt mit dem Mikropatch heute Morgen oder gestern noch dazu kam. Ob man wieder irgendwie was Besonderes zum Essen findet. Wie bei Halloween. Da hatten sie ja die Zuckerbonbons mit im Garten rumliegen. Deswegen, ich muss mal gucken. Also mir ist bis jetzt nur die Lichterkette aufgefallen. Ob noch irgendwas anderes ist, gute Frage, weiß ich nicht. Da ist es halt blöd, bis da vorne noch hinzubauen. Andersrum, wenn wir da ein Häuschen draus bauen, wäre es vielleicht nicht schlecht. Dann haben wir nämlich die Rückwand. Sprich, nur mal zum Beispiel. Dann, naja, gut. Ein bisschen Abstand. Na gut, okay. Ich denke, das geht. Wie viel Holz fehlten jetzt da noch? Zwei Stück. Zwei Stück. Aber das sieht von unten dann wieder blöd aus, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Genau, weil jetzt ist nach unten hin ist es offen. Und das ist ein bisschen blöd. Das heißt, das müssen wir nochmal ändern. Das heißt, da müssen wir wirklich Materialverbrauch machen. Und leider hier noch sowas reinbauen. So, jetzt müsste es aber von unten besser aussehen. Genau, weil jetzt geht's bis an den Baum ran. Ich finde, das muss dann schon so sein. Sehr schön, dann hätten wir das auch schon mal. Den nehmen wir schon mal mit runter. Unserem Rüsselkäferchen, glaube ich, geht es soweit noch gut. Hoffe ich ja. Da stellen wir uns alles bereit für mit rausnehmen wieder. Oh, die sind auch schon wieder fertig. Okay. Also es läuft so langsam. Wenn ihr überlegt, wir haben bis jetzt einen Ofen. Das ist nicht viel. Wenn wir anfangen, Pilzziegel zu schmelzen. Okay, der hat noch. Wenn wir anfangen, Pilzziegel zu schmelzen, dann brauchen wir locker mal 5-6 Öfen. Mindestens.
So, dann gucken wir mal, wie wir das da oben designen könnten. Ich bin auch schon alles am Überlegen, hier vielleicht wieder so eine Stütze einzubauen. Wäre halt nur die Frage, die würde ich von hier aus machen. Und wieder mit denen, weil da kommt mehr Sonnenlicht durch. Dass man das so macht. Und jetzt wäre es halt geil, wenn es die Pilzbögen auch nochmal aus Holz geben würde. Rein theoretisch könnte man mit denen hier. Aber da geht's halt nicht. Nee. Nee. Komm ich da oben dran, hoffen wir es. Nein. Na, ah, das gibt wieder riskante Spielerei. Ah, das klappt. So. Ist das wenigstens gestützt? Auch wenn es noch keinen Sinn macht, aber ihr seht ja, da unten trägt null. Da kommt irgendwann was. Und ich habe keine Lust, dass ich dann ins Spiel komme und sehe, wie das ganze Baumhaus zusammenstürzt. Überall wird es gestützt. Das so ein bisschen ausgeglichen ist. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Das würde ich halt gern wie so einen Durchgang machen. Irgendwie noch zumachen. Das wäre schon geil, wenn wir dann hier so... Ist gar nicht mal so easy, ne? Aber hier hat man eine schöne Aussicht. Ich glaube, hier muss ich irgendwie so einen Hupsi-Sessel hinstellen. So, mit den Grasplatten sind wir eh bald durch. Ich denke mal, ich muss noch zweimal die Ständer da voll machen. Dann wäre es das auch. So, und hier gucken wir jetzt mal. Hier nutzen wir natürlich erstmal die mit Fenster. Das ist immer praktisch, weil kostet nicht viel Material. So, nein, was macht er denn? Da brauchen wir jetzt aber eine andere. Weil da sieht es wiederum blöd aus, wenn da auf einmal ein Fenster drin ist. Und hier ist die Überlegung, wollen wir die Rundbögen auch mit Fenster machen? Oder machen wir die Rundbögen eigentlich mit Fenster? Dass man auch den Rundumblick hat. Ist da noch ein... Und dann noch so. Und dann müssten wir mal gucken. Wie sieht das von außen aus? Ich glaube, die zweite Reihe machen wir wieder mit Massivholz oder wir machen auf 1,5. Das wäre natürlich auch machbar. Dass man eine... Oh, ich hätte vielleicht eine ganz andere Idee. Wie sieht das denn aus? Jetzt fangen wir mit Pilz an. Jetzt geht's rund. Jetzt. Wie würde das aussehen? Nur mal angenommen. Ich will schon die ganze Zeit mit Pilzziegeln was bauen, aber man muss ja auch erstmal wissen, wie oder was. So, ein halbes. Und jetzt müsste man nämlich... Mh,
eigentlich wieder mit geschlossenen Wänden arbeiten. Das wäre dann so. Und rein theoretisch. Machen wir Fenster oder geschlossen? Ich glaube auch geschlossen, dass das einheitlich aussieht. Ich denke mal, das wäre dann auch mal ganz geil. Dann hat man so einen weißen, ich sage jetzt mal weißen Strich, so eine weiße Linie mit durchgezogen. Und warum baue ich es auf 1,5? Weil 1,5 ist eine ganz gute Höhe. 2 würde schon reichen, aber bei 1,5 ist halt ein bisschen sicherer mit dem Dach und Tropfensammler und so Spielereien. Und ich finde, man kann so ein bisschen Akzente mit einbringen, ne? Warum denn auch nicht? Das heißt, wir brauchen die ersten Pilzziegel. Genau, das geht nicht, da brauchen wir erst Ziegel. So, und dann ist die Überlegung, nochmal einen Durchgang zu lassen. Lassen wir den hier? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das heißt, wir setzen... Nee, wir machen eine offene Tür hier hin. Weil die muss ja nicht geschlossen sein. Hier oben ist ja keine Gefahr, dass uns irgendein Fieder reinrauscht. Und da machen wir die nochmal hin. So, und dann wurde ich in den Kommentaren wieder gefragt, warum ich nicht einfach mal mit dem Baumenü über B bauen würde. Ganz einfach, weil ich da damit... Es ist eine Gewohnheitssache. Und ich bin eher dran gewöhnt, Tab zu drücken und direkt hier reinzugehen. Und das klappt bis jetzt eigentlich immer ganz gut. Manchmal muss man schon ein bisschen suchen, oben, unten, wo ist was. Aber ich finde, es geht auch letztendlich ganz gut. So. Muss jeder machen, wie er das am besten kann. Das ist ja das... Ich hatte sogar 2 Pilzziegel einstecken. Wow, wie geht das denn? Und ich glaube, das hatte ich letztens auch erst angesprochen. Klar, für Xbox-Spieler ist das 1000-mal besser, ne? Aber für... Ja, ich weiß nicht, das ist... Mir fehlt die Gewohnheit, mit dem Menü zu arbeiten. So, geil. Schon wieder alles verbaut, Mensch. Ja, ich bin mal gespannt auf die Map für den Sonntag. Das würde vielleicht auch passen mit den Pilzziegeln, weil dann kann man hier die Pilzbrennerei reinmachen. Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ich hoffe ja mal, dass es gleich dunkel wird. Ich würde euch gerne nochmal die Lichterkette zeigen. So. Ba-ba-ba. Das wäre fast schief gegangen. So. Wollen wir nochmal gucken. Ja, man sieht jetzt nicht viel, weil ja nur ein Stück gemacht ist, aber ich denke mal, das wird ganz geil aussehen. Müssen wir mal gucken, ob da eine Tür reinpasst oder ob das wieder irgendwie Probleme macht. So ein Türrahmen, ja, funktioniert sogar.
So, und dann könnten wir mal gucken, ob wir irgendwas an Pilzziegel sogar noch unten haben. Da muss dann auch noch ein Geländer dran, dann muss noch ein bisschen mehr Beleuchtung gemacht werden. Da ist noch einiges hier an dem Baumhaus geplant. So, mal gucken. Oh, 14 Stück. Immerhin. 14 Stück. Nehmen wir die auch gleich mal mit. Das sind schon ordentliche Wege mittlerweile für Upsi. Aber ich finde, das hat was. Ist wieder mal was ganz anderes. Mal, hier mal gucken. 1, 2, 1, 2. Na, geht eigentlich. Aber da müssen wir doch noch eine Wand dran setzen. Genau, weil das andere da hinten geht ja auch noch eins raus. Dann können wir hier auch um eins verlängern. So. Dann haut es auch besser mit dem Dach dann hin. Ja, den Dachfehler haben sie noch nicht behoben. Das. Müssen wir wieder den nehmen. Das passt schon mal soweit. Wie gesagt, dann kommt noch ein Tausammler, wenn er die hoch, dass man nicht jedes Mal bis runter rennen muss. Und hier machen wir dann die Pilzbrennerei rein. Das heißt, ein paar Öfen. Oder machen wir die hier hin? Ach, keine Ahnung. Oder machen wir die da hin? Irgendwo ein paar Öfen hin. Und ganz viele Püriergeräte. Das wäre doch gar nicht mal so verkehrt. Und dann ein schönes Dach drauf gezogen. Hier hinten geht es dann weiter raus. Können wir noch ein Stückchen um den Baum vielleicht. Und auf der Rückseite, was weiß ich, so 10 Platten noch weiter. Und dann geht es wieder mal ein Stockwerk. Och, Upsi, du machst mir Angst. Würde doch funktionieren. Aber dazu brauchen wir einiges an Material. Da muss noch irgendeine Stütze hin auf die Seite. Irgendwie so, ich weiß nicht, das passt mir noch nicht so ganz ins Bild. Irgendwas fehlt mir da noch. Da muss ich echt mal gucken. Der Durchgang gefällt mir noch nicht. Oder wir müssen wirklich mit Pilzziegeln arbeiten. Dass man hier wirklich sagt, man macht das so. mit den Pilzbögen. Da ist halt doof, dass hier wieder was fehlt. Das ist so... Ah, gefällt mir so nicht. Müssten wir es vielleicht doch noch eins höher setzen. Also dahin. Sieht zwar auch ein bisschen komisch aus, ist aber so. So, und da oben machen wir das mit den halben Stängelwänden zu. Da kommt das wie so ein... Ja, das sieht schon besser aus. Das ist schon... Ja, das geht schon eher.
Weil ich weiß nicht, vorher, das war so irgendwie so. Nee. So, und hier könnten wir mal schauen. Mal einen Schluck Kaffee zu trinken. Ich hoffe, dass die Erkältung auch bald wieder fort ist. Lässt ja schon alles nach. Also mit dem Bausystem, das gefällt mir im Moment gar nicht. Die haben hier ganz schöne Clipping-Probleme. Das ging mal viel besser. Na gut. Das geht nicht. Das ist aber wegen dem Geländer wahrscheinlich. Aber Geländer finde ich ganz praktisch, weil ich bin schon ein paar Mal runtergestürzt. So. Das heißt, hier hätte man unsere Pilzbrennerei. Würde auch mal passen. So, dann haben wir noch die Seilbahn. Jetzt könnten wir eigentlich mal gucken, in der nächsten Folge nochmal in das Sandkasten zu springen. Dass wir da umbauen, weil da müsste ja jetzt auch das Holz und alles wieder nachgespawnt sein. Müssen wir halt mal gucken. Und hier ist mir eigentlich auch noch ein Geländer sehr, sehr wichtig, weil ihr habt es gerade gesehen. Ich gehe mit den Dinger da runter und dann passiert es ganz schnell, dass mir hier über die Ecke läuft. Das ist dann so ein bisschen blöd. So, und jetzt versuchen wir das einfach nochmal, ob wir es jetzt hinkriegen. Und er klippt es wieder auf. Er will nicht. So würde es gehen. Ist das überhaupt richtig so? Ich weiß es nicht. Sieht aber richtig aus. Oh, wir könnten mal Sprösslinge farmen gehen. Also da. Da. Ah, jetzt sieht man's. Die Lichterkette ist an. Ist das nicht geil? Ich weiß, das haben sie im letzten Jahr auch schon gehabt und ne, aber ich finde so Spielereien immer geil. Ja, viel schärfer kriegt man es leider nicht hin. Schade. Das nächste wäre, wie sieht's aus, wenn wir hier hingehen? Nee, das wird auch nichts. Schade. Aber guckt euch das doch mal an. Crazy, oder? Hat was. Das hat was. Und schön groß. Ach, Pilzziegel. Die können wir nämlich gleich vorm Schlafen gehen reinschmeißen, dass die schon mal produziert werden. Die laufen ja alle noch. Haben wir nicht sogar? Wir hatten doch, ja. Ah, nur die. Oh, da müssen wir mal Pilzbrocken farmen gehen. Da müssen wir Pilzbrocken farmen gehen. Und ich sehe gerade, da sind Fliegen. Die werden wir uns jetzt natürlich auch noch holen. Dann haben wir nämlich die Mission abgeschlossen, endlich mal. Wie ihr sehen könnt, unser Adventskranz brennt auch noch. Adventskranz. Die Dachecke, Dachspitze, keine Ahnung. Wieso nur zwei Stück? Ja, kommt her, hier gibt's gratis auf die Schnauze.
liegt auch noch. Ach, wisst ihr was? Machen wir einen kurzen Prozess. 4, eine noch. Fünf, wir haben sie. Ja, jetzt ist genug. Mehr fliegen wollen wir nicht. Ich würde ganz gern nur die... Schön wäre es, wenn wir die hier unten auch noch finden würde. Aber im Dunkeln, glaube ich, wird das so ein kleines Problem. Da ist doch eine. Und da liegt die andere. Aber guck mal, die Flügel, die leuchten so ein bisschen. Also sichtbar sind sie doch im Dunkeln. Wer weiß, wo die wieder dran rumgelutscht haben, dass die jetzt verstrahlt sind. Oh, Mist. Ja. Also mit dem Aufheben hat Hupsi auch gerade nicht. Hallo? So. Okay, aber ich sehe gerade, wir haben schon wieder 31 Minuten. Ihr kennt das Spielchen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir dann in das Sandkasten gehen oder ob wir noch ein bisschen da oben weiterarbeiten. Oder ob wir Sprösslinge farmen gehen. Ach, das kriegen wir. Ich glaube, Sandkasten wäre nicht schlecht. Aber gut. Also bis denn und tschüss.